Willkommen zurück bei Watch Dogs 2. Wir können ein paar Punkte vergeben. Was ist das denn? Schalte. Okay, ich gucke mir gerade mal das Bild an. Okay, das sieht doch ganz gut aus. So. Was ist das? Sprengsatz. Nehmen wir. Das war der Gabelstapler. Okay, das können wir nicht machen. Hierfür brauchen wir einen Gabelstapler. Ach, Quatsch, den. Das geht nicht, das geht nicht. Das hier geht noch. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit für Pistolen. Okay. Gut. Hätten wir das. Gucken wir mal, ob wir so eine Batterie finden. Hier steht Motorrad, wie schön. Ja, kannst du mich über den Zaun. Karte. Wo müssen wir hin? Da? Das ist die Hauptmission. Hä? Moment, lass mal woanders. Gehen wir hier drüber. Ah. Das war ein bisschen weiter weg. Okay. Mal schauen, ob wir da was finden. Das war knapp. Schön, dass oben immer das Gebiet steht, in dem man ist. Könnte doch hilfreich sein. Naja. War zwar nicht optimal, aber hat funktioniert. So nicht geplant. Vielleicht sind wir da. Kann ich einfach hier reinmarschieren? Kann ich. Entschuldigung. Muss da hoch. Ach, hier ist eine Kletterwand. Schwupp. Cool. Was ist das? Ach, hier kann man sich auch was zum... Ist das was zum Anziehen? Ich hab den Geschwindigkeitschip. Oh ja. Bauen wir ihn sofort ein. Hi. Ich bin bisher noch nie so viel draußen rumgelaufen. Das bedeutet wohl, die ScoutX-App funktioniert. Oh, guck mal. Nur einen Augenblick, wenn Sie gestatten. Ihre Daten werden vertraulich behandelt. Vielen Dank für Ihre Geduld, Mr.
Anvil ist das einzige Fortune 500 Unternehmen mit neutraler CO2-Bilanz. Na, wenn er meint. Wow. Man kann so nicht mit dem... Doch, kann man, cool. Dann fahren wir erstmal mit dem Bus. Na komm. Hier rüber, es wird doch überhaupt nicht lange dauern. Oh. Hi, ich brauche einen Krankenwagen. Das ist ein Notfall. Palim, palim. Ich sehe hier fast nichts wegen den Bäumen. Ups. So langsam ist der Bus gar nicht. Oh oh. Der hat sich verfahren, würde ich mal sagen. Ups. Na sowas. Palim, palim, palim. Oh, passt. Jawohl. Vielleicht sind wir da. Diesmal haben wir nichts gemacht. Das ist da oben drauf. Vorsicht, junge Dame. Sorry, wir müssen hier hoch. Das mit dem Bus. Passt das? Passt. Perfekt. Ja. So, einmal rum hier. Ich ahne fürchterlich, dass wo die Strecke hergehen wird. Hi. Wir sind da, mit dem Bus. Im letzten Rennen geht's um alles, Marcus. Lass mich nur machen. Es gibt nur ein Rennen. Du hast eine Chance, um es den großen Jungs endgültig zu zeigen. Los geht's. Na dann wollen wir mal. Machen wir sie platt. Dachte ich mir doch, ja. Hier oben rum. Erwischt. Ups. Ja, kann ich das Mission neu starten? Nein, Moment. Letzten Checkpoint neu starten.
Die Mission will ich nicht nochmal neu starten. Erwischt. So. Und hier hoch, hier. Hallo? Der hat mich voll weggeschoben. Wuhu, geschafft! Immerhin gut, dass man diese gelben Barrieren nicht umfahren kann, weil da die Zuschauer hinterstehen. Erwischt! So, weg mit dir. Das ist eine scheiß Kurve, Alter. Da kommen den einen kriegen wir auch noch. Wuhu, geschafft! Was war das denn? Komm schon. Das wird nichts. Na, schade, zweiter. Oh Mann. Ja. War nichts. Guter Versuch, Mann. Es war einfach Pech. Sorry, Taylor, ich habe alles versucht. Mehr kann man nicht verlangen. Du warst echt gut. Es war ein Vergnügen, mit dir zu fahren. Bis dann, Taylor. Hey, das will ich neu starten. Das will ich schaffen jetzt. Hallo? Kann doch nicht sein. Alter, was ist das? Boah. Was war das denn gerade? Das mit der Kamera ist hier ein bisschen doof. So viel zum Beschleunigungsschiff und sowas. Geschafft! Den einen hat's aufs Dach gelegt. Erwischt. So, jetzt einfach. Was ist... Ey. Egal, das kriegen wir trotzdem hin. So. Wuhu, geschafft! Und letzte Runde, das schaffen wir jetzt. Das gibt's da nicht, aber wir haben noch ein bisschen Vorsprung haben wir noch. Ich hoffe, der reicht aus.
aber ganz gut aus. Komm mal an die Gas. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Mann. Alter. Yeah, Mann. Marcus, das ist ein großer Sieg für die Underdogs, mein Freund. Ich sagte doch, Oakland kann es schaffen. Du hattest absolut recht, Marcus. Es war ein Vergnügen, mit dir zu fahren. Bis dann, Taylor. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Mit dir kannst du niemand aufnehmen. Schön. Schöne Nebenquest. Sehr, sehr schön. E-Nudel-Cards, ach du Scheiße. Hallo. Hey, kleines Kerlchen. Oh, ich will auch eins. Ich dachte, das ist deiner. Oh, darf ich dich mal kraulen? So, hier vorne gibt's Geld. Jedes Mal, wenn ich jemanden am Pissbecken sehe, möchte ich dem einen Schubs geben. Warum machst du es nicht? Wenn so einer mit runtergelassener Hose sehe, drückt, was denkt, er muss zurückschubsen. Könnte es unangenehm werden. Ja. Keine Ahnung, wo das hier sein soll. Huh. Ich glaube, sind wir einmal rumgelaufen. Marcus, wir gewinnen immer mehr Follower. Das wird eine Reaktion von Bloom geben. Unglaublich, dass die Leute die so mächtig werden lassen. Der ganze Science-Fiction-Kram, den wir als Kinder gelesen haben. Big Brother, Gedankenkontrolle, Pre-Crime. Das gibt es doch jetzt alles. Dank Bloom und ihrem CTOS. Diese Autoren sahen es vor Jahrzehnten voraus, doch niemand hörte auf sie. Alle lassen sie sich von diesen netten Unternehmensplattitüden und der makellosen Markenbildung blenden und erkennen das Ganze nicht als sozialen Trojaner. Es hilft auch nicht, dass CTOS die von ihnen versprochenen Funktionen erfüllt. Wir stellen uns gegen ein System, das den Menschen oberflächlich hilft, sie aber instrumentalisiert. Da kann man uns leicht als die Bösen darstellen. Eine Frage an dich. Wie viel Zugriff hat DedSec auf CTOS? In anderen Städten, als es noch CTOS 1.0 war, hatten wir viel. Aber leider waren wir zu sorglos. Wir haben den Zeitpunkt für eine große Aktion verpasst. Und 2.0, wir gehen als erste Gruppe dagegen vor. Daher hinken wir noch hinterher. Dieses Mal haben sie uns erwartet. Beim Gedanken, dass in irgendeinem Büro von Bloom auf einem Whiteboard DedSec steht, wird mir ganz anders. Wir machen weiter, dann benutzen die nächstes Mal vielleicht den roten Stift. Okay. Notruf. Worum geht es? Ja, hier gibt es Ärger.
So, wir hacken jetzt das CTOS-Dings hier. Wir haben Ihre Position, Polizei ist unterwegs. So. Können wir das gleich hier machen? Ich sehe irgendwas. Hä? Ich finde nichts, keine Ahnung. Hauen wir mal ab. Na gut, weil ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Und ich sage erstmal bis dahin. Und ciao! Oh. Wir gehen in das Café. Moment. Mann! Was soll ein Bruder denn tun? Meine Versicherungsraten steigen völlig ohne Grund. Jeden Monat. Verstehst du? Jeden scheiß Monat. Jeden Monat ohne Grund? Ich habe Provi Blue angerufen. Da höre ich nur Ausreden. Risikoklausel nennen die's. Eine Bullshit-Klausel ist das, verdammt. Dasselbe passiert bei fast allen, die ich kenne. Verdammte Versicherung. Mein Verstand will nicht zu sehen. Okay. Ist hier jemand bei Provi Blue versichert? Nein. Ich habe meinen staatlichen Versicherungsschutz gehackt. Versicherung? Wozu das denn? Wieso? Was hat Provi Blue vor? Die ziehen offenbar Leute ab mit ihrer Risikoklausel. Klingt nach einem Grund, sich auf den Provi Blue Servern umzusehen. Es geht schneller mit einem Passwort. Ich suche einen Angestellten in deiner Nähe. Da ist er. IT-Typ. Der hat eins. Na gut, Freunde, wie gesagt, das machen wir dann beim nächsten Mal. Für heute war's das. Ich lasse mal bis dahin und ciao.